Herr Dr. Wicke, für diesen Überblick, dass wir einfach mal die Fülle gesehen haben. Und wer öfter in der Akademie Hofgeismar ist, weiß auch, dass wir schon eine Filmtagung hatten, auch zu dem Film von Fatih Akin, dass wir uns mit rechter Gewalt beschäftigt haben. Also es ist ein Thema, was ja obenauf liegt und was wir in verschiedenen Formen immer wieder behandeln. Heute soll es um diese spezielle Inszenierung in Kassel gehen. Und Herr Knorr, vielleicht um einen Einstieg zu finden, könnten Sie sagen, wie kam es in Kassel zu der Auswahl? Wie hat man das angefangen aus Mitschnitten von Journalisten in diesem Prozess, der ja nicht aufgezeichnet werden durfte, daraus ein Stück zu entwickeln, das man auf der Bühne sehen kann? Ja, hallo erstmal, vielen, vielen Dank für die Einladung bei Ihnen. Wie Herr Bockemann eingangs schon erwähnt hat, war der Vorgang, dass Petra Schiller und ich, die Dramaturgin des Stückes, für die Spielzeit ein neues Stück gesucht haben, nachdem wir im TIFF Michael Kolas inszeniert hatten und uns sehr lange damit auseinandergesetzt haben, was wollen wir als nächstes machen. Und eines Tages bekam ich einen Anruf, dass sie einen Tipp bekommen hat aus einem Verlag, der sagte, wir bekommen gerade die Aufführungsrechte rein für die NSU-Prozesse, was 2000 Seiten mitgeschriebenes Protokoll von SZ-Journalisten ist, die in Schichtarbeit bei jedem Prozesstag anwesend waren und tatsächlich den kompletten Prozess stenografisch mitgeschrieben haben und daraus einen fünfteiligen Buchband gemacht haben, der da heißt, der die NSU-Protokolle, der NSU-Prozess, die Protokolle. Genau. Und dann rief mich Frau Schiller an und sagte, hast du da Interesse dran? Ich habe sofort Ja gesagt. Und dann kam es zu einem sehr andächtigen Moment, wo Frau Schiller dann diese 2000 Seiten ausgedruckt mitbrachte und wir uns in dem Büro trafen, schweigend, glaube ich, eine Minute lang vor diesen 2000 Seiten saßen und irgendwann ich nur noch zu ihr sagte, Petra, ich glaube, wir können nur scheitern mit diesem Ding. Gar nicht auf so eine dystopische Art und Weise, sondern mehr, dass es ein so großes Volumen hat, den wir uns da stellen und wahrscheinlich nicht allem gerecht werden können. Genau. Dann ging zunächst einmal bei uns ein Prozess los, wie macht man eine Fassung? Um ein Stück zu spielen oder aufzuführen, brauchen wir natürlich erstmal eine Fassung mit Texten für die Schauspieler. Wo Schritt 1 erstmal war die Sichtung des Materials, was hieß, Frau Schiller und ich haben in, glaube ich, in einer Zwei-Monats-Schicht erstmal diese 2000 Seiten durchgearbeitet, was tatsächlich gar nicht so einfach war, weil es immer wieder Punkte bei diesen Prozessen gab, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen es mal kurz weglegen, weil so viele Unfassbarkeiten darauf einzukommen, die eine Ohnmacht gestürzt haben, dass wir da tatsächlich erstmal 2 Monate gebraucht haben, um dieses Material durchzuarbeiten und später auch auf Details zu sprechen. Als wir dann durch waren mit diesen 2000 Seiten, hat sich natürlich für uns erstmal die Frage gestellt, was ist unser Narrativ? Weil wir sind ein Theater, wir sind Künstler und keine Dokumentarfilmer oder ähnliches. Deswegen haben wir uns erstmal der Frage ausgesetzt, was wollen wir erzählen und wie wollen wir das erzählen und über wen wollen wir was erzählen und für wen erzählen wir was. Und da kam relativ schnell raus, weil 2019 auch durch diverse Netflix-Produktionen, wo es um Serienmörder ging und die Frage im Raum stand, gesellschaftlich so, haben wir einen Täterkult und wie förderlich ist dieser Täterkult? Weil wir auch dann auch das Stück gelesen haben, was eben von Herrn Wicke angesprochen wurde, Das schweigende Mädchen von Elfriede Jelinek. Und es eben ganz viel Material darum geht, über diesen Komplex von den Tätern quasi. Und wir uns dann relativ schnell dazu entschieden haben, weg von den Tätern gehen zu wollen, weswegen unsere erste Entscheidung fassungstechnisch war, fast komplett bis auf mehrere Stellen dann im zweiten Teil jegliche Täter rauszustreichen, also jegliche Angeklagte rauszustreichen aus der Fassung und davon kein Material zu benutzen, weil wir die Sorge hatten, nachdem wir diese 2000 Seiten gelesen hatten, wurde relativ schnell klar, dass
dass so viel komplexe Vorgänge von Versagen oder Nichtaufklärung stattfinden, dass es viel zu simpel oder polemisch für uns wäre, jetzt zu sagen, und jetzt bashen wir da irgendwie Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Nazis einfach nur auf der Bühne und sitzen dann mit unserem Publikum im Nachgespräch und freuen uns, dass wir alle der gleichen Meinung sind. Das war uns so ein bisschen zu einfach in Anführungszeichen, was trotzdem auch eine wichtige Arbeit ist, aber uns schien es wichtig, auch eine andere Seite zu beleuchten, weswegen wir versucht haben, zumindest die Inszenierung ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil, wo wir wirklich nur fast ausschließlich Originaltexte aus dem Prozess benutzen, ein Gefühl von der Dimension dieses Prozesses zu geben und vor allem aber auch eine Form zu finden mit diesem Theaterabend, in der wir versuchen, die Sicht des Zuschauers so zu gestalten, dass man auf einen groben Gedanken könnte, was wir durch so Mittel machen, dass wir am Anfang sehr viel Ismail Yozgat sprechen lassen, der Vater von Halit Yozgat, der in Kassel ermordet wurde, quasi aus der Sicht der Opfer auf diesen Prozess zu schauen. Das war uns sehr, sehr wichtig, genau. Und nach diesen Entscheidungskriterien haben wir dann gemerkt, dass wir, da wir auch in Kassel sind, dass wir uns hauptsächlich, was die reinen Originaltexte des Prozesses angeht, auf Kassel beschränken wollen, weil Kassel natürlich in dieser Mordserie nochmal einen besonderen Platz bekommt, dadurch, dass es der einzige Mordfall ist, bei dem auch Zeugen anwesend waren. Und somit sich dann ja auch um die Figur Andreas Temme herum in Kassel etwas rauskristallisiert hat, was fast wie über den ganzen Prozess auch liegt, dass der größte Andockpunkt ist für die Hoffnung einer Aufklärung, dass Zeugen gibt und sich ein großes Loch auftut oder eine sehr große Hoffnung auftut, dass man die Zeugen oder über den Fall, der in Kassel passiert ist, mehr Klarheit bekommen könnte. So haben wir dann erstmal alles rausgeschmissen, was nicht Kassel betrifft, und sind dann so auf so einen Grundkern einer Fassung gekommen. Genau, dann gibt es bei diesen Prozessen ganz zu Beginn, das muss man dazu sagen, die ersten, ich glaube, es sind fast 50 Prozesstage, sind reine Formalitätsklärungen, was wohl ganz normal ist bei Gericht, was aber tatsächlich bei dieser Dimension dieses Prozesses und vor allem auch bei den Hoffnungen, die in diesem Prozess liegen, natürlich hanebüchen ist, weil 50 Tage lang darüber geredet wird, dass die Verteidigung versucht natürlich, den Prozess wegen eines Formfehlers abzublasen oder mit Begründung, dass der Raum zu klein sei, alles die ganze Zeit zu problematisieren und nach hinten zu verschieben, was ein ganz natürlicher Vorgang bei Gericht auf der einen Seite ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, wenn man seit 2016 darauf wartet, auf einen Punkt von vermeintlich erlösender oder erlösender Gerechtigkeit zu kommen, glaube ich, sehr schwierig zu ertragen ist, weil gerade auch zu Beginn der Prozesse sehr viele Opferangehörige im Prozess saßen. So kamen wir dann dazu, dass unser erster Schritt der Fassung war, dass wir gesagt haben, wir möchten auf jeden Fall diesen Prozesswahnsinn beschreiben. Nun war uns nur relativ schnell klar, dass wir da jetzt keine 50 Seiten, 50 Tage, was dann irgendwie 200 Seiten sind, allein schon, uns damit beschäftigen wollen, wie die reinen Prozesse in dem Verfahren ablaufen und die gegeneinander stellen, deswegen uns dann relativ schnell dazu entschieden haben, zu sagen, okay, was sind unsere Tools am Theater? Und unser bestes Tool, um stumpfsinnige Vorgänge zu beschreiben, ist, wir wiederholen Dinge. So, und haben wir uns dann ein paar Tagen immer trotzdem Originalzitate zusammengesucht und einen kleinen Loop eingebaut in einer nicht enden wollenden Kakophonie von, dass immer wieder die gleichen Anträge gestellt werden, abgelehnt werden und dann geht es wieder von vorn los. Und wieder tritt Thomas, der die Bundesstaatsanwaltschaft spielt, in unserer Aufführung von hinten von der Leiter auf, sagt, nee, das machen wir nicht, geht wieder runter. Genau. Und dann am Ende dieses
Konglomerats hatten wir quasi den ersten Teil der Fassung, der damit anfängt, dass der komplette Prozess fängt damit an, dass wir das Versprechen von Angela Merkel bei der Gedenkfeier eingespielt haben, wo sie sagt, wir werden alles daran setzen, dieses fürchterliche Verbrechen in Gänze aufzuklären, weil es uns sehr wichtig war. Wir haben das Stück 2019 zur Premiere gebracht. Das heißt, alles, was passiert ist, ist schon sehr lange her und es war uns wahnsinnig wichtig, quasi die Kontextuierung zu schaffen, weil gerade die Opferanwälte immer wieder davon sprechen, dass es beim NSU-Prozess wichtig ist, die Wunde offen zu halten, sodass dass man eben nicht sagen kann, jetzt ist ein Urteil gesprochen oder ein Urteil, was noch nicht mal ganz da ist bei vier Angeklagten. Und dann ist es so ad acta gelegt, weil das Problem besteht weiterhin und deswegen gehen auch die Opferanwälte ständig in Revision, weil sie das Urteil zu mild finden und versuchen immer noch weiter diesen Prozess offen zu halten, um quasi die Wunde oder das Thema von rechtsradikalen Netzen oder strukturellem Rassismus offen zu halten. Genau. Dann haben wir angefangen, natürlich uns Background-Informationen zusammenzusuchen. Das startete damit, dass Petra Schiller, die ich wie Thomas Bockmann eingehend auch nochmal sehr lobend erwähnen will, sämtliche Prozessbeteiligten, glaube ich, die mit Klarnamen in diesen Protokollen stehen, versucht hat, irgendwie zu kontaktieren, worunter sehr viele Anwälte waren oder eben auch Frau Rammelsberger haben wir kontaktiert. Und auch natürlich versucht, mit den Opfern oder Opferangehörigen in Kontakt zu treten und sind dann quasi in so eine Form von, wir sprechen mit Leuten, die dabei gewesen sind, um quasi eine Stimmung von diesem Prozess abzugreifen, weil unsere Stärke, glaube ich, mit Kunst und mit Theater ist eben nicht die dokumentarische Information, sondern ich glaube ganz fest daran, oder was mich fasziniert an Theater ist, dass ich über eine Situation, über ein Mittel, über eine Form, beim Zuschauer Emotionen auslösen kann, die ihn anders an ein Thema heranführen, was nicht nur die Information ist, die ich verarbeite und dann irgendwie reflektiert darüber nachdenkend, das was mit mir macht, sondern ich habe tatsächlich mit Kunst die Möglichkeit, Leute nicht nur mit ihrem Gehirn anzutriggern über eine Information, sondern auch bei ihren Emotionen zu packen und im Best Case daraus eine Handlung oder ein Neu-Nachdenken anzustoßen. Dann hat sich, und leider haben wir es nicht geschafft, mit der Familie Josgat in Kontakt zu treten, weil die zu dem Zeitpunkt natürlich so viel Beschäftigung und sehr viel investiert haben in diesen Kampf um Gerechtigkeit, dass die uns nur zurückgeschrieben haben, dass sie sich sehr freuen, dass wir es machen, aber sie nicht mehr, die machen ihre, sie machen ihre, ihre eigen organisierte Gedenkfeier in Kassel. Aber sie wollen nicht mehr immer wieder da ins Rampenlicht auch gezogen werden, was sie natürlich sehr gut verstehen konnten. Weswegen wir dann aber das große, weswegen wir dann aber natürlich gesagt haben, wir wollen unbedingt auf diese Gedenkveranstaltung gehen für Halit, was uns tatsächlich nett bestärkt hat in unserem Anliegen, den Prozess oder zumindest die Vorgänge des Prozesses aus der Sicht der Opfer zu erzählen, bestärkt hat. Weil diese Gedenkveranstaltung, ich kann nur jedem, der da noch nie war, empfehlen, da einmal hinzugehen, weil diese Familie etwas ganz, ganz Tolles schafft, dass sie ein Verbrechen, das basiert auf Ablehnung und Ausgrenzung, einen Gedenktag geschaffen haben, in dem jeder willkommen ist. Also die Verwandten von Halit laufen rum und verteilen Blumen. Jeder ist willkommen, jeder da kann mit trauern. Jeder bekommt von der Familie eine Rose in die Hand gedrückt, dass man was hinlegen kann. Man wird aber auch zu nichts gezwungen. Die sind rumgelaufen, haben Baklava verteilt und man war plötzlich in einer familiären Stimmung, der man sich nicht mehr entziehen konnte. Und das fand ich wahnsinnig schön, weil sie quasi rassistische Motive von Ausgrenzung und Ablehnung in ein Öffnen kompensiert haben. Und das war wahnsinnig berührend und auch wahnsinnig inspirierend für uns eben von dem, was wir oder wie wir das erzählen wollen, diesen NSU-Prozess. Dann hat sich lustigerweise bei uns gemeldet Herr Wetzel, der gleich auch noch zu Ihnen sprechen wird, mit dem wir dann auch ein sehr, sehr langes Gespräch hatten, was wahnsinnig interessant war,
Weil wenn man diese Prozesse liest oder auch medialen Eindrücke, die man davon bekommt, weil ja sehr viel auch berichtet wurde über den NSU-Prozess oder über die Vorgänge der Ermittlungen. Und es war halt wahnsinnig spannend, weil Herr Wetzel maßgeblich dafür verantwortlich war, weil wir natürlich auch gerade in Kunst oder weil wir ein bisschen losgelöster sind wie nenne ich das, Wahrheitspflicht in Anführungszeichen, sondern wir sind dafür da, um Dinge zu überspitzen. Aber eben Herr Wetzel uns ein sehr, ich hoffe, ich greife ihm jetzt nichts vor, aber ich glaube nicht, uns Einblicke geben konnte, die wahnsinnig interessant waren von, man muss wahnsinnig vorsichtig sein mit diesem Prozess, gerade weil wir das quasi das Wort für Wort Protokoll hatten in der Hand und damit jetzt einen Theaterabend machen mussten, dass man nicht in die Falle von Polemik kippen darf, im Sinne von, wir scheren jetzt die komplette Polizei über einen Kamm und sagen, die haben versagt und die sind schlecht und scheiße, sondern eben nicht in diese polemische, populistische Ecke zu fallen und jetzt einfach nur zu bashen, sondern das, was wir uns immer wünschen, im Umgang ja auch oder von Leuten, die andere Leute ausgrenzen, eine Differenzierung zu sehen oder was wir dem Populismus entgegenwerfen können, ist die differenzierte Auseinandersetzung. Und das war sehr, sehr gut, dass Herr Wetzel uns da ein paar Einblicke geben konnte, die eben gezeigt haben, man läuft schnell Gefahr, das zu sehr über einen Kamm zu scheren und vergisst seine Differenziertheit und die muss man sich behalten. Und darüber sind wir darauf gekommen, jetzt komme ich so langsam zum Prozess selber. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Aber wir haben uns über ein Jahr damit beschäftigt, deswegen ist da sehr viel Material. Dazu geführt hat, dass für uns weil da nach diesem Gespräch mit Herrn Wetzel oder ein bisschen dann der verarbeitende Prozess daraus war, dass uns klar wurde, im Prinzip müssen wir spielformtechnisch gucken, dass wir so wenig wie möglich machen und einfach nur diese Unfassbarkeiten des Prozesses gut ausgewählt darstellen, sodass im Best Case man in die Bedrohung kommt, nicht, dass es ging relativ schnell im Probenprozess los, dass ich, wenn man so anfängt zu proben, dann haben die Schauspieler einen Text und dann sagt man den mal und dann passiert es natürlich gerade bei diesem Thema wahnsinnig schnell, dass man sehr schnell laut wird und schreit. Und dann war für uns relativ schnell klar, okay, wir versuchen alles so sachlich und ruhig wie möglich zu nehmen, war eigentlich diese Erlösung, die wir sonst im Theater benutzen, wenn ein Schauspieler schreit, um eine dramatische Emotion darzustellen, das ist eine Erlösung, die falsch ist, weil es gibt keine emotionale Erlösung von diesem Prozess, weder für die Beteiligten noch für keinen der Beteiligten gibt es diesen erlösenden emotionalen Ausbruch und damit hat man es irgendwie rausgelassen und deswegen war es uns wahnsinnig wichtig, sofort spielformtechnisch daran zu arbeiten, dass eigentlich niemand schreit und das war sehr schnell und das war eine sehr interessante Spannung auf den Proben, weil immer die ganz oft meine Ansage war, ich muss denken, du schreist gleich, weil es so in dir brodelt, aber ich möchte aber niemals laut werden mit der Stimme. Und das war immer eine sehr, sehr lustige Spannung auf den Proben, weil natürlich gerade die entladende Emotion das Pfund des Schauspielers ist und wir die diesmal versucht haben, quasi zu beschränken, was aber auch oft bei Vorstellungen passiert ist, dass man es nicht zurückhalten kann, weil das Thema eben sehr aufreibend ist. Das kam dann über diese Beschäftigung mit Herrn Wetzel unter anderem und den anderen Leuten, die wir im Prozess da getroffen haben und mit denen wir gesprochen haben. Dann war der nächste Schritt, dass ich mich mit Ariella Caratolo getroffen habe, mit der ich, wie auch mit Petra Schiller, seit 6 Jahren zusammenarbeite und die Ausstattung gemacht hat, also die Bühne und die Kostüme entwickelt hat. Und da bei dem ersten Treffen war mir sofort, kam ich leider nur mit einer Idee. Ich habe gesagt, Ariella, ich möchte ein Schild haben, was die ganze Zeit leuchtet, wo drauf steht im Namen des Volkes. Weil unter diesem Aspekt und Gedanken von dem Gerichtsprozess aus Sicht der Opfer zu zeigen, war es uns relativ schnell wichtig, ein Grundsatzproblem, glaube ich, von unseren Rezipienten im Theater aufzubrechen, nämlich, dass wir, ich glaube, viele Menschen, die ins Theater gehen, haben so einen liberalen Grundkonsens. So, und dann kennt man das natürlich oft gerade bei politischen Themen, dass man sich irgendwie was anschaut und am Ende sagen alle, ja, das sehe ich genauso und dann ist alles super. Und uns war es wichtig, weil eben jedes
Verfahren in Deutschland wird mit dem Satz beendet: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. War es uns wahnsinnig wichtig, wie eine Brennschrift im Hintergrund zu haben, die die ganze Zeit durchleuchtet, die mir, egal was ich da gerade sehe, bewusst macht, dass das in meinem Namen passiert. Weil wir sind das, wir als Zuschauer, als Rezipienten dieses Theateramts sind, oder auch ich, als der es inszeniert hat, oder aber auch für die Schauspieler, fand ich es wahnsinnig wichtig, dass wir uns immer bewusst machen, dass wir uns nie in die Position bringen können, uns da, dass man da so draufschaut und sich rauszieht aus der Verantwortung, weil alles im Namen des Volkes passiert und das ist unser Rechtsstaat und so funktioniert er und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Weil mir das dann an mir selber aufgefallen ist, für wie bedingungslos ich eigentlich den Rechtsstaat annehme und da natürlich das passiert, weil das sowas ist, was einfach da ist, so gefühlt, für mich in meinem Leben war das halt immer so da, aber dass wir auch eben über den Rechtsstaat reden müssen und diesen weiterentwickeln müssen, wie wir alle Prozesse in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben weiterentwickeln und immer wieder hinterfragen müssen. Und deswegen dieses Schild im Hintergrund. Und dann hat Ariella Karatoglu was für mich Fantastisches gemacht, weil es gibt in diesen Prozessen immer wieder, wenn Herr Josgat Zeuge in dem Prozess ist, bittet er das Gericht darum, eine Tatortbesichtigung zu machen im Internetcafé in der Hauptländischen Straße. Und dem wird aber nicht stattgegeben. Für Herrn Josgat ist es eben genau das Thema zu sagen, es ist unmöglich, dass Andreas Temme Halit nicht hätte sehen können hinter dem Tresen. Und wenn das Gericht nur einmal kommt, dann werden die sehen, dass das nicht sein kann. Was ich eingangs meinte, mit dem, dass sich Andreas Temme im Verlaufe dieses Prozesses oder auch durch die mediale Aufladung, die er erfährt, natürlich als Zeuge, der sich nicht gemeldet hat und dann noch beim Verfassungsschutz tätig ist, eben dieses Hoffnungsvakuum eigentlich beschreibt, von der muss doch irgendwas wissen, um irgendeine Erlösung von Wahrheit plötzlich zu bekommen, weil natürlich auch die Täter nichts gesagt haben. Also Beate Zschäpe hat ja den Großteil über den Prozess geschwiegen. Oder Erklärungen, die sie lange vorbereitet hat, über ihre Anwälte vorlesen lassen. Und dann hat Ariella Karatur gesagt: Weißt du was, wir müssen diesem Wunsch nachgehen von Herrn Josgat und das Ganze ins Internetcafé setzen, was ich genial fand. Und dann hat Ariella sich hingesetzt, eine mathematisch im TIFF zumindest sehr genaue Nachbildung dieses Internetcafés gebaut. Und im Schauspielhaus ist leider das Portal kleiner, deswegen ist es dann nicht mehr so akkurat wie im TIFF. Und alles durchgerechnet durch diese 77 Zentimeter, die der Tresen hoch gewesen sein soll. Da werden in den Protokollen auch ganz oft verschiedene Zentimeterhöhen genannt, wie hoch dieser Tresen ist, woran man auch merkt, der Prozess ging 5 Jahre, irgendwann wusste niemand mehr so richtig, was eigentlich Sache ist. Weil es gibt auch in diesen Prozessen, und da wissen wir natürlich nicht, ob die über die Journalisten reingekommen sind oder ob das beim Prozess passiert ist, aber teilweise stimmen Sachen sagen die Leute an verschiedene Sachen aus, und weil sie sich entweder nicht mehr daran erinnern können oder weil irgendwann die Hand wehtut, tat bei den Journalisten, das wissen wir leider nicht genau. Dann habe ich Thorsten Drücker dazu geholt, mit dem ich auch schon sehr lange zusammenarbeite, der Musiker ist. Und da relativ schnell klar wurde, in Absprache mit Petra Schiller, der Dramaturgin, dass wir, weil wir versuchen, das Spiel in einer reduzierten Form zu halten, oder in keiner eben emotional ausufernden Form zu gehen, dass wir eine musikalische Ebene brauchen, die wie die ganze Zeit einen Druckpegel in den Raum setzt uns, um quasi den Versuch dieses sachlichen Spieles zu konterkarieren mit dem, was aber eigentlich an emotionalem Druck die ganze Zeit in diesem Kessel NSU-Prozess brodelt, vor allem aus Sicht der Opfer- und Opferanwälte. Und dann endlich, jetzt kommen wir auch gleich zu den Ausschnitten, ging der Probenprozess los. Da haben wir zum, wir haben, als wir dann eine Fassung zusammen hatten, haben wir versucht, weil natürlich, ich glaube,
Allein an Personen, die auftreten in Bezug zu dem Kasseler Fall, gibt es 92 verschiedene Personen, die auftreten und über Kassel aussagen. Und das mussten wir natürlich runterbrechen in Gruppierungen, weil wir jetzt keine 92 Schauspieler haben am Staatstheater Kassel, und haben ein System gefunden, in dem wir das mit 7 Schauspielern machen können, und haben besetzt quasi den Richter Götzl, der von Merit Engelhardt gespielt wird. Dann haben wir Ismail Yozgat, der von Uwe Steinbruch gespielt wird. Wir haben zusammengefasst dann die Verteidigung, diverse Zeugen aus der rechten Szene und Informanten vom Verfassungsschutz. Das wird gespielt von Marius Bistritzky. Die Staatsanwaltschaft und Behörden wie den Verfassungsschutz verkörpert von Thomas Bockelmann. Die Polizei als Großes gefasst, gespielt von Hagen Bär. Andreas Temme, der von Arthur Spannagel gespielt wird. Und dann haben wir noch einen Kameramann uns dazu geholt, weil uns auf einer, ich habe lustigerweise mal Jugendliche gefragt bei einem Nachgespräch zur NSU, warum denn da eigentlich, wer eigentlich der Typ ist, der da die ganze Zeit mit der Kamera rumrennt, was tatsächlich den Hintergrund hat, dass es mir wahnsinnig wichtig war und ich mich da einfach gegen Petra Schiller durchgesetzt habe, die Gewalt der Medien nicht auszuschließen oder die mitzuerzählen, auch wenn die jetzt keinen großen Impact auf das, was geschieht im Prozess hat, war es mir wahnsinnig wichtig, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, was für eine Aufmerksamkeit drauf liegt. Aber anscheinend hat es nicht so gut funktioniert, weil die haben es nicht verstanden, nicht gefragt, was sie denn gemacht haben. Als ich ihnen dann gesagt habe, waren sie, ah, toll, ja, ganz klasse. Aber natürlich können wir immer nur damit operieren, was wir auch Leuten zeigen. Genau. Und dann ging es in die Probenphase und dann war uns relativ schnell klar, wir über wen erzählen wir eigentlich diese Geschichte? Und jetzt komme ich kurz zu den Kostümen, weil in unserer Inszenierung haben alle Overalls on, die wir bei Ariella nach einer Form gesucht hat von, wir stellen keine Personen nach. Oder wir zum Beispiel haben noch ein Kostümbild gesucht, was sehr homogen ist, um nicht in die Gefahr zu kommen, dass wir behaupten, dass Uwe Steinbruch jetzt Ismail Yozgat spielt und quasi und berechtigt ist, diese Leidensgeschichte quasi zu verkörpern. Weil ich hatte ein sehr frühes Gespräch mit Uwe Steinbruch, der mir bei der Produktion sehr ans Herz gewachsen ist, der sagte, Janis, ich kann das nicht spielen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich bin der. Ich meine, der läuft in Kassel. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie das ist, wenn mein Kind umgebracht wird. Das kannst du ja nicht spielen. Ich kann mich ja nur hinstellen und eine Stimme sein. So. Und das fand ich irgendwie einen sehr schönen Gedanken. Und darauf haben wir uns dann auch in produktionsintern geeinigt eben und auch über das Kostümbild eben, um zu verhindern, dass das jetzt so aussieht wie Uwe Steinbruch spielt, Ismail Yozgat oder Merit Engelhardt spielt, den Richter Götzl. Dazu entschieden, ein sehr homogenes Kostüm zu wählen und mehr quasi auf eine Form von Versuchsanordnung zu gehen, die wie forensische Arbeiter diesen Prozess nachempfinden, wie man das quasi kennt aus Filmen. Wenn ein Mord passiert, kommen diese Männer in den weißen Overalls mit Masken an den Tatort und untersuchen alle Spuren. Und genau so wollten wir quasi diesen Prozess als Tatort behandeln und deswegen haben wir da das sehen Sie gleich auch im Video, ein sehr homogenes Kostümbild gewählt. Ja, also wir können gerne, wenn Sie einen Ausschnitt haben, mal reinschauen, dass man auch für die, die weder im TIFF noch im Schauspielhaus die Gelegenheit hatten, das Stück zu sehen, überhaupt einen Sinneseindruck mal bekommt. Was wir hier gerade gesehen haben, ist quasi der erste Verhandlungstag, bei dem Andreas Temme vorgeladen wurde als Zeuge. Und vorher der erste Tag, in dem Herr Yozgat vorgeladen war als Zeuge, wo wir fassungstechnisch entschieden haben, diese Begegnung zwischen den beiden gab es so natürlich nicht. Aber es gab tatsächlich einen Punkt in dem Prozess, wo sich Herr Yozgat auf den Boden gelegt hat, um deutlich zu machen, wie sein Sohn gelegen hat.
Und den haben wir dann eben verschnitten mit diesem Moment, wenn Herr Temme reinkommt, wo man jetzt denkt, was der Kollege Spannagel da gerade spielt, ist, es gibt ein Video von einer Tatortbegehung mit Herrn Temme, wo er quasi durch das Internetcafé kurz nach der Tat läuft und rekonstruieren soll, wie er durch den Laden gelaufen ist. Und ich muss da kurz dazu sagen, Herr Spannagel überspielt da in keinster Weise die Figur Andreas Temme, sondern dieses Video ist wirklich so absurd, wie er da durchläuft. Genau, und wir haben quasi immer wieder so Punkte gesucht, wo von Begegnungen dieser Akteure, die es zwar im reellen Prozess nicht gab, die aber natürlich trotzdem immer im Raum stehen, weil wir alle zusammen in diesem Prozess sitzen. Was im Schauspielhaus ganz schön ist, wie Sie gerade gesehen haben, da haben wir oben eine Leinwand, vielleicht noch zum Prozess ganz interessant, weil es war uns wichtig, als Übersetzung zu erzählen, war, dass diese Prozesse nicht aufgezeichnet waren, war der Grund, um eine Drohkulisse zu verhindern. Man muss aber dazu sagen, dass der Saal so groß war, dass die ganze Zeit alle Zeugen gefilmt wurden und in einem Riesenbild das Richterpult projiziert waren, weswegen sowieso man darüber streiten könnte, was da jetzt die größere Aufmerksamkeit oder Drohkulisse sein könnte. Genau, das ist Material zu unserem ersten Teil, weil ich jetzt, glaube ich, schon sehr lange rede, zeige ich Ihnen jetzt auf jeden Fall noch etwas aus dem Schluss, den wir gewählt haben, weil jetzt habe ich sehr viel von dem ersten Teil der Inszenierung geredet. Im zweiten Teil der Inszenierung kommen wir quasi an einen Punkt, wo Rahel Weiss als Richter Götze und Rahel Weiss als die Opferanwälte und Richter Götze in Form von Merit Engelhardt quasi an den Punkt kommen, wo sie durch den ganzen Wust von Leuten, die sagen, sie wussten nichts oder sie wissen nichts und es gibt auch gar nichts zu wissen, an einen Punkt der Verzweiflung kommen. Und beenden damit den ersten Teil. Und im zweiten Teil starten wir damit, was ich immer im Empfindungsprozess genannt habe, das Haus, das Verrückte mache. Falls Sie Asterix und Obelix kennen, kennen Sie bestimmt das Haus, das Verrückte macht, wo Asterix und Obelix durch ein Haus rennen, die ganze Zeit versuchen, einen Passierschein zu bekommen und daran an Bürokratie scheitern. Und weil ich das ein schönes Bild fand für das Scheitern an Institutionen, was uns der Prozess irgendwie vor Augen führt, haben wir wie eine Kakophonie gewählt, in der nochmal zusammenfassend viele Tage in den Unfassbarkeiten dieses Prozesses zusammengeschnitten sind, wie irgendwie dass ein Psychologe, der ein psychologisches Gutachten über Beate Zschäpe machen sollte, ihr Pralinen ins Gefängnis geschickt hat. Und lauter so Merkwürdigkeiten dieses Prozesses, weil wir die gar nicht alle zeigen können, jeden einzelnen Tag im Theater, Wort für Wort, haben wir uns quasi dazu entschieden, diese Tage der Unfassbarkeiten, eine Kakophonie der Tage der Unfassbarkeiten dieses Prozesses zusammenzuführen. Und dann stehen die Schauspieler quasi im Halbkreis und reden immer schneller darüber, was alles an Unfassbarkeit in diesem Prozess steckt. Und ganz zum Schluss haben wir, nur um das kurz zu erklären, weil ich bin gleich fertig, keine Sorge. Im TIFF haben wir uns dazu entschieden, weil wir es wahnsinnig wichtig finden, dass dieses Thema NSU-Prozess, dass wir uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen und vor allem uns auch eine eigene Meinung bilden oder uns aktiv als Beteiligte dieser Gesellschaft, in der das passiert ist, sehen. Gibt es zwei verschiedene Schlüsse, in denen ein Plädoyer vorgelesen wird vom Opferanwalt Mehmet Dagmar der diesen Prozess sehr, sehr gut zusammenfasst. Und im TIFF gibt es quasi Variante, dass dann, nachdem so viel darüber geredet wird, wie lag das 50-Cent-Stück auf dem Tresen und diese ganzen Merkwürdigkeiten, laden wir quasi das Publikum dazu ein, das Internetcafé, was wir im TIFF aufgebaut haben, selber zu betreten und es sich anzuschauen, während die Schauspieler dann dieses Plädoyer halten, was, glaube ich, sehr gut zusammenfasst, was in diesem Prozess alles vor sich geht. Und im Schauspielhaus, aufgrund der Pandemiesituation, konnten wir das nicht machen. Haben wir, das sehen Sie jetzt, was wir da gemacht haben.
Genau, was man da jetzt gesehen hat, ist der Schluss, den wir im Schauspiel ausgewählt haben. Keine Sorge, ich habe sie nicht gespoilt. Wir haben noch drei weitere Schlüsse, je nachdem, in welcher Pandemie-Version und in welcher Spielstätte Sie das sehen. Da wollte ich nur noch kurz drauf eingehen. Wir haben, als wir angefangen haben zu proben, war gerade der Mord an Walter Lübcke, wie das auch Thomas Bockemann schon gesagt hatte. Und uns war es eben wahnsinnig wichtig, diesen Abschluss, diesen Prozessabschluss von im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, eben im Sinne auch der Anwälte und aller Beteiligten dieses Prozesses, die für Gerechtigkeit gekämpft haben, eben nochmal ein klares Statement zu setzen dagegen, dass eben das Problem, dass nichts abgeschlossen ist und auch kein Problem geklärt ist durch diesen Urteilsspruch von vier Leuten, die da auf der Anklagebank saßen, wo der Prozess gezeigt hat, dass es eine wahnsinnig große Struktur dahinter gab. Was man da auf dem Eisernen Vorhang sieht, sind Mordopfer rechter Gewalt seit den 90ern, die die Schauspieler da auf den Eisernen Vorhang schreiben, während eines 30-minütigen Plädoyers, was dabei gesprochen wird. Und zwar ist eben wichtig, auch den Mord an Walter Lübcke einzuarbeiten, weil es auch tagespolitisch aktuell war und ist. Und quasi dieses Vermeintliche, wie es im Theater immer ist, es fällt der letzte Satz, Leute treten ab oder es gibt ein Black, eben diese Erlösung einem nicht zu geben, sondern in diese Stille hinein dann nochmal den Gedanken setzen von, auch wenn jetzt hier wir quasi unseren Theaterabend beenden, dass die Problematik nicht vorbei ist und dass eben, dass jetzt man eine Konsequenz daraus ziehen muss, aus dem, was man gerade gesehen hat, und dass die sich im Best Case, was ja immer die Utopie und die Hoffnung von Theater ist, dass man die Leute zum Nachdenken bringt, aber dass man eben nie abschließt mit einem Gedanken von, ja, jetzt sind die ja weggesperrt und jetzt ist das Problem weg. Wir sehen es ja gerade immer wieder, das geht auch mit Seda Başa-Yıldız im NSU 2.0. Briefe, wo jetzt immer mehr WhatsApp-Gruppen auftreten von Rechtsradikalen in Institutionen in Deutschland. Und es ist eben nicht damit getan, wenn man vier Leute bei einem Prozess, der wirklich durch einen Querschnitt der Gesellschaft geht, die verurteilt zum Schluss, sondern das Problem ist da und es ist groß und es muss angegangen werden und es hört wahrscheinlich auch nicht auf. Und das war uns wichtig, irgendwie zum Schluss dann nochmal zu erzählen. Ich glaube jetzt, beende ich mal mein Solo-Sprechpart und Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Knorr. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass Sie uns auch mitgenommen haben in den Produktionsprozess. Wie ist eigentlich das geworden, das Produkt, was wir sehen können, falls wir das Stück schon gesehen haben oder vielleicht noch sehen werden, wenn es die Pandemie zulässt, dass es aus verschiedenen, sich zum Teil überlagernden Dingen zusammengesetzt ist. Und natürlich ist diese Einführung, die Sie gegeben haben, sehr, sehr hilfreich, um es für den Zuschauer nochmal im Einzelnen nachvollziehen zu können, verstehen zu können, wo wir uns gerade befinden. Aber jetzt möchte ich doch gerne unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer um Fragen bitten, um Statements. Also es ist jetzt die Gelegenheit, sich mit dieser Darstellungsweise der NSU-Protokolle am Staatstheater in Kassel auseinanderzusetzen. Und ich hoffe auf eine rege Beteiligung. Sie können natürlich auch auf Herrn Wicke oder Herrn Bockelmann Bezug nehmen. Doch ich denke, das, was Sie jetzt vorgestellt haben, war ja sehr sinnfällig. Wir haben eine Idee von dem, was uns erwartet, wenn wir bald hoffentlich in Kassel ins Theater gehen. Vielen Dank erstmal für die Ausführungen. Ich hätte noch mal eine Frage, wie ich mir das vorzustellen habe, in der Version, also in der ersten Version, wenn ich richtig informiert bin, dass das Publikum dann mit eingeladen wird, die Bühne zu betreten. Ist das richtig? Könnten Sie das noch mal ausführen, kurz? Ich glaube, weil das Stück ja jetzt schon so lange läuft, ist es kein Spoiler mehr, dass wir quasi, wir enden diese Kakophonie der Tage damit, dass gesagt wird, dem Antrag auf Tatortbesichtigung in der holländischen Straße wird nicht stattgegeben. Was immer wie ein wiederkehrendes Motiv ist, weil es Uwe Steinbruch als Stimme von Ismail Yozgat immer wieder sagt und dann quasi. Dann kommt der Satz, wenn es keine weitere Fragen gibt, gehen wir jetzt in die Plädoyers und wir da quasi den Schnitt setzen und das versucht haben zu machen, was das Anliegen von Ismail Yozgat war und was im Prozess nicht stattfinden konnte, dass wir dem quasi Raum geben und sagen,
Jetzt können Sie bei uns auf die Bühne kommen und sich das angucken. Wir haben da so ein Tresen aufgebaut, also das Internetcafé ist in abstrakten Zügen, aber doch räumlich sehr akkurat da aufgebaut. Und dann kann man sich quasi, kann man auf die Bühne kommen und da mit uns den letzten Teil des Abends bestreiten, genau. Das wird nur wahrscheinlich, wenn Sie es noch sehen, nicht mehr der Fall sein, wegen aus Pandemiegründen. Genau. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, vielen Dank. Jetzt gibt es einen Kommentar. Ist das eher von Herrn Vorwerk? Das würde ich einfach mal in die Runde geben und vorlesen. Ein zentraler und gelinde gesagt empörender Aspekt. Die Aussagen des Zeugen Cemme am Tatort und zur Tatzeit des Mordes an Halit Yozgat anwesend, ich vermute, also damit ist gemeint, er war anwesend, sind in wesentlichen Teilen unglaubhaft. Dies ergibt sich zweifelsfrei aus der präzisen Rekonstruktion von Tatort und Zeitablauf, wie Forensic Architecture sie dankenswerterweise erstellt und veröffentlicht hat. Mehr als nur Indizcharakter für ein gewisses und möglicherweise aktives Sympathisantentum beim Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz hat die skandalöse Sperrung der einschlägigen Akten für die nächsten 40 Jahre, falls noch nicht erwähnt, bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist der NSU-Prozess das Protokoll, 2000 Seiten Protokoll inklusive Urteil. Verfasser Annette Rammelsberger, Wiebke Ramm, Tanjew Schulz und Rainer Stadler zu günstigem Preis erhältlich. Vielen Dank für diese Bemerkung und Information im Chat, Herr Vorwerk. Dann haben wir eine Meldung von Markus Niklas noch. Bitte sehr. Wie oft ist die Inszenierung bisher sichtbar gewesen? Und in Anbetracht dessen, dass sie wahrscheinlich nicht so oft sichtbar gewesen ist bisher, gibt es die Möglichkeit, das weiterzugeben an die nächste Intendanz? Gibt es Stimmen im Theater, die sich das vorstellen können, die das würden befördern, befürworten wollen? Danke. Also wir haben es tatsächlich, da wir Premiere hatten am 12. September 2019, haben wir es, glaube ich, verhältnismäßig eben auch wegen der Gewichtung des Themas durch Thomas Bockemann initiiert, bis dato 25 Mal gespielt, was tatsächlich ungewöhnlich oft ist für die Dauer, die wir es im Programm haben. Auf den neuen Intendanten habe ich leider keinen Einfluss, ob der das übernehmen möchte oder nicht. Ich habe mich nur mit ihm unterhalten, weil er sich auch mehrere Sachen von mir angeguckt hat und auch er fand das ganze Projekt sehr, sehr gut. Aber ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen, dass, wenn es nicht weiter gespielt wird, wir irgendwie das Recht am Theater, vom Theater bekommen, diese Aufzeichnung online zu stellen. Das wäre ein großes Anliegen. Und Anna Brot, bitte. Ja, danke für den Einblick in die Inszenierung, die ich auch noch nicht kannte. Ich fand das jetzt eine ganz spannende Herangehensweise, diese Prozessperspektive mit dem Internetcafé zusammenzubringen. Das hatte ich so auch noch nicht gesehen. Sie haben, glaube ich, in Bezug auf den Kameramann erwähnt, das Stichwort Publikumsgespräche. Da würde mich jetzt interessieren, haben Sie das regelmäßig durchgeführt nach jeder Aufführung oder wie war das und wie waren da so Ihre Erfahrungen? Wir haben, glaube ich, bei 50% aller Aufführungen Publikumsnachgespräche gemacht, was manchmal auch einfach infrastrukturelle Gründe hatte, aber vor allem, weil es uns wichtig war, immer auch noch eine andere Sichtweise jetzt als die, weil wir uns schon vorher Gedanken darüber gemacht haben, dass natürlich auch zu diesem Prozess viele Fachfragen kommen werden, über das, was man da gesehen hat, mit dem Wissen, dass das eben so wirklich passiert ist, die wir gar nicht beantworten können als Schauspieler, als Regisseur, als Dramaturg gehen. Und deswegen immer versucht haben, wenn wir Publikumsgespräche anbieten, eben Leute dazu einzuladen. Wir hatten zum Beispiel einen der Anwälte mal da, der mit da saß. Und immer diverse Gäste quasi, die sich das Stück angeguckt haben, selber und dann eben mit uns dieses Publikumsgespräch geritten haben. Und was wahnsinnig interessant war bei diesen Publikumsgesprächen, war, dass das erste Mal, dass ich das erlebt habe, gab es bei keinem Publikumsgespräch, das ist immer so ein Running Gag bei Schauspielern, es kam bei keinem Publikumsgespräch die Frage, wie lernt man den ganzen Text?
oder wie merken Sie es, den ganzen Text? Und was aber sehr, sehr bemerkenswert war, dass es diese Publikumsgespräche immer die gleiche Entwicklung hatten, nämlich dass es erst wahnsinnig still war und sehr verhalten wenig Fragen kamen, aber auch keine Stimmung im Raum war von dann gibt es anscheinend keine Fragen, sondern wir gehen jetzt. Und es war so ein Angespanntheit im Raum, was für mich immer ganz merkwürdig war, weil ich nicht jede Vorstellung gesehen habe und quasi dann zu Leuten in den Raum komme, die gerade was gesehen haben und das, was mit denen gemacht hat emotional. Und ich komme da so rein von der Probe, von was ganz anderem. Und das war immer bemerkenswert, in so eine Stimmung reinzukommen. Und je länger diese Gespräche gingen, desto mehr Fragen oder auch Diskurs kam tatsächlich auf. Weil es endete eigentlich immer damit, dass es gar keine Fragen mehr gab, sondern Diskurse darüber eben, ob wir jetzt mit unserer Inszenierung den Rechtsstaat nicht ernst nehmen oder eben zu polemisch sind oder so. Und das ist mal ganz lustig, weil 90% der Fälle, wenn es um diese Polemikfrage gab, weil auch mal ein Strafverteidiger, der selber quasi als Anwalt arbeitet, da war und eben sagte, wie polemisch wir die Strafverteidigung aufziehen würden. Und ich einfach nur gesagt habe, so, es tut mir leid, aber wir werden mit dieser Inszenierung jetzt ihren Berufsstand nicht retten können in der Außenwahrnehmung. Und das ist aber ganz lustig, weil man eigentlich immer die Leute auf sich selber zurückverweisen kann, dass da anscheinend irgendwas was brodelt, was irgendwie nach eben genau diesem Zeigefinger von, das ist Schuld daran an meinem Gefühl oder an der Unerträglichkeit meines Gefühls hat. Und man eigentlich immer wieder sagen kann, ja, aber so einfach ist es halt nicht. Und das war wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Und das war eigentlich immer die gleiche Entwicklung bei diesen Publikumsgesprächen, dass es erst sehr verhalten war, dann gab es ein paar Fragen und irgendwann haben sich meistens 2 bis 3 bis 4 Zuschauer nur noch diskutiert. Und wir saßen da und haben dem zugehört, was wahnsinnig interessant war und was auch schön war, weil da eben es passiert ist, dass Theater, unabhängig jetzt von dem, dass wir das mit der Inszenierung provoziert hätten, aber plötzlich war Theater halt ein Ort der Begegnung des Diskurses und das war wahnsinnig schön mit anzusehen, tatsächlich. Weil wir da immer so viel drüber reden auf Proben, wie wichtig das ist für Theater, und das aber so selten passiert. Und das war irgendwie sehr interessant und besonders, fand ich. Kerstin, wäre eine letzte Frage noch möglich im Chat? Ja, genau. Im Chat ist noch und es meldet sich sogar noch einer. Ja. Also erstmal vielleicht die Frage im Chat nochmal. Warum wird das Stück, da es ja wichtige überregionale Bedeutung weit über Kassel hinaus hat, nicht parallel gestreamt? Inzwischen ist doch Erfahrung mit Streamen im Rahmen der Pandemie entwickelt worden. Das hat tatsächlich einen ganz plumpen und stumpfen rechtlichen Grund, dass eben wir die Aufführungsrechte für die Protokolle bekommen haben, auch in unserer eigenen Fassung, die beim Verlag vorliegt. Aber sobald wir etwas im Internet streamen, globale Rechte bräuchten und wir die nicht bekommen, weil man wissen muss, dass diese Protokolle ja auch erst 2000, also die, wir haben, Petra Schiller und ich, haben diese Protokolle bekommen, da gab es die als Buch noch gar nicht. Also die sind eben auch noch so sehr neu. Und genau, das ist das Ding. Aber das meinte ich eben mit, auch in der neuen Instanz will ich das weiterhin versuchen, da anzustreben, in Absprache mit dem Verlag, wenn es da Möglichkeiten gibt, das zu streamen oder online zu stellen. Genau. Mhm. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch 2 Wortmeldungen und ich denke mal, Kerstin, dass wir die noch dran nehmen und ich dann wieder an dich übergebe. Vielleicht können wir die beiden sogar auch zusammenfassen. Herr Link hatte sich zuerst gemeldet, bitte. Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage zu der Produktion. Auch wenn man sich jetzt mal hier so das Publikum anguckt, ist es ja sehr einheitlich vermutlich, ne, klassische Theatergeher. Wie divers war denn Ihre Produktions, also Mannschaft? Das heißt, inwieweit sind auch diese anderen Sichtweisen von Menschen, die halt eben durch Ausgrenzung, Rassismus betroffen sind, also jetzt über das, dass Frauen da sind, auch dort auch mit eingeflossen, weil die ja einfach nochmal, ja, einfach andere Perspektive reinbringen. Und spannend wäre für mich auch zu hören, wie ist denn die Diversität im Publikum? Also ist das das klassische Theaterpublikum oder ist da auch das, geht das darüber hinaus einfach? Mhm. Frau Wendt, wollen Sie sich da gleich anschließen? Dann könnte Herr Knorp auf beide antworten.
Genau, das passt perfekt, weil meine Frage genau dahin geht, ob es eine Rückmeldung gab von der Familie Josgat, von Leuten, die direkt beteiligt waren. Würde mich interessieren, wie die das sahen, wie die darauf reagiert haben. Dann zuerst, also die Diversität in unserem Ensemble, die gab es, aber tatsächlich in geringer Form mit Arthur Spannagel und eben Ariella Caratolo, die die Bühne gemacht hat. Was ganz Interessantes ist, weil wir uns ganz lange die Frage gestellt haben, ob wir oder wie wir, müssen wir Gäste dazu holen, um diese Diversität ins Ensemble zu bekommen, und dann aber auch relativ schnell vor der Auseinandersetzung standen, dass A, bin ich von Rassismus zumindest, bin ich von Rassismus nicht betroffen. Das heißt, ich finde es wahnsinnig schwierig, selbst wenn ich mir Meinung einhole, über Rassismus zu sprechen oder mir jetzt anzumaßen, ich könnte etwas über Rassismus erzählen. Deswegen ist auch dieser Versuch, was wir mit der Perspektive der Opfer meinen, ist auch dahingehend gemeint, oder auch in der Fassung, es ist alles ja eh immer nur ein Versuch, war mehr, ich glaube, Leuten zu zeigen, wie Rassismus funktioniert, die es selber nicht erleben, wahnsinnig schwierig. Und ich möchte mir auch nicht anmaßen, darüber was erzählen zu können, weil ich es nicht erlebe. Aber ich glaube, dass wir alle ein Grundverständnis haben von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und somit haben wir eben versucht, das Thema auf ungerechte Behandlung zu brechen, mehr als auf das Gefühl, wie fühlt sich Rassismus an, weil das tatsächlich eine Riesendiskussion war mit Petra Schiller, oder was heißt Diskussion, sondern eine Auseinandersetzung damit, und wir es aber auch total, total verlogen fanden, jetzt zu sagen, okay, jetzt holen wir uns irgendwie schnell ein diverses Ensemble ran, was wir einfach so in unserem Schauspielensemble zumindest aktuell Stand 2019 nicht hatten oder haben. Und wir fanden es auch ein bisschen verlogen, dann in diese Falle von Positivrassismus zu kippen, dass wir jetzt irgendwie sagen, jetzt behaupten wir was wir nicht sind, um uns irgendwie moralisch besser zu machen. Und das ist natürlich, das kann man auch nicht so pauschal sagen, dass das der richtigere Weg ist, aber aber es gab auf jeden Fall eine Auseinandersetzung damit, und wir haben uns damit beschäftigt und sind dann eben zu dem Schluss gekommen. Ich glaube, man hätte es auch anders machen können, aber das war eben unsere Herangehensweise und unsere schlussendliche Entscheidung dann, genau, dass wir es mit unserem Ensemble besetzen, keine Gäste ranholen, weil wir uns nur dann auch irgendwie komisch gefühlt hätten, dass man, wenn wir jetzt irgendwie versuchen, unser Ensemble irgendwie in puncto Diversität irgendwie auszubauen und eben versucht, mehr was über ein grundsätzliches Gefühl der Ungerechtigkeit, glaube ich, zu erzählen. So. Weil selbst wenn das Ensemble diverser ist, ich ja der Leiter des Narrativs bin als Regisseur und mit Petra Schiller zusammen, wie wir auch die Fassung machen, und wir uns das auch nicht anmaßen können oder anziehen können, jetzt irgendwie groß was über Rassismus zu erzählen. So. Genau. Das dazu. Habe ich beide Fragen beantwortet mit diesem? Vielleicht noch was der Reaktion der Familie Josgat vielleicht. Ne? Jetzt habe ich mich selber ins Vergessen geredet. Wir haben keine Reaktion von der Familie bekommen. Wir wissen, dass jemand von Opferangehörigen da war, aber nicht aus Kassel tatsächlich. Und leider keine Reaktion von der Familie bekommen. Nee. Also da kann ich leider nur Nein sagen. Also die wissen, dass wir das gemacht haben, insbesondere eine der Schwestern von Halit, mit der hatten wir auch den E-Mail-Kontakt, die uns eben gesagt hat, dass auch die Eltern eben da sich freuen, dass das passiert, aber da eben nicht mit involviert sein wollen. Aber wirklich da was eine Response bekommen haben wir nicht, aber das, genau. Vielleicht zur Zusammensetzung des Publikums. Also es war ja fast immer ausverkauft, das Stück. Das war das, ich dachte eben schon, das muss ich ja mitschreiben, wie bei der Bundesregierung. Das ist tatsächlich, wir haben mit Svenja Schröder, die Leiterin unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, relativ schnell besprochen, dass wir viel Werbung machen wollen in der Nordstadt. Und leider hat es aber nicht den Werbemaßnahmen gab es, aber es hat leider nicht den großen Erfolg erzielt. Wobei das auch immer sehr durchmischt ist. Ne? Es sind trotzdem, also ich glaube, man kann es nicht so pauschal sagen, jetzt auffällig
diverser war das Publikum. Aber ich habe da auch jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, jedes Mal irgendwie zu gucken. Oder vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall das Angebot gemacht. Aber es war auch tatsächlich einfach wahnsinnig schwer, Karten zu bekommen, weil wir haben es im Tipp gespielt, wir konnten immer nur für 100 Leute spielen. Und ich glaube, es gab Wartelisten bis, weiß nicht, wohin. Als wir es dann endlich geplant hatten, im Schauspielhaus zu spielen, damit wir auch 500 Leute irgendwie bedienen können, kam uns Corona dazwischen. So. Also ich glaube, wir haben von den 20 Vorstellungen sind allein schon irgendwie 10 Abo-Vorstellungen, wo Leute nur mit einem Auge reinkommen. Ja. Ja, das stimmt. Also das war ganz besonders schade, dass dann die Pandemie angefangen hat und wir das nicht mehr auch als Akademie Hofgeist mal in der Theatertagung im Original sehen konnten. So bleibt die Hoffnung, dass wir das vielleicht in Zukunft, also jetzt Richtung Sommer, nochmal sehen können und die herzliche Einladung, das wahrzunehmen. Und natürlich auch, vielleicht gibt es irgendwann die Rechte, dass man es online verfügbar machen kann und dann über Kassel hinaus die Umsetzung zeigen kann. Herzlichen Dank, Herr Knorr, an dieser Stelle. Sie sind ja noch bei uns, also falls noch Fragen kommen, wäre das noch möglich. Aber mit Blick auf die Uhr möchte ich Frau Dr. Anna Both noch hinzubitten jetzt als nächste Referentin.